Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen. Heute das Spiel bei München gegen Dinamo Zagreb und der Otaldo ist richtig gut drauf. Der hat einen Pfeil bis zum Mond. Das bedeutet, heute werden Tore geschossen. Vielleicht nicht unbedingt durch Otaldo, aber wir sind guter Dinge. Das letzte Thema, was mir zuletzt vorgeschlagen wurde, war, ist gar nicht so einfach, mal auf das Thema einzugehen. Der Mats hatte mir nämlich vorgeschlagen, als Thema, Arjen Robben, schon wieder unzufrieden. Ja, schwierig zu sagen. Oh, da ist noch Platz. Ach, schade. Wegen den Elfmetern oder so hat er irgendwas gesagt. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Ach du meine Güte, habe ich mich gerade ein bisschen verräuspert beim Jubeln des Fasttreffers. Ja, es sollte darum gehen, dass Robben so ein bisschen Pussy ist, dass er sich ständig jetzt irgendwie aufregt, ich darf nicht spielen, drei Spiele schon nicht. Ist natürlich für einen Spieler, der eine Stammplatzgarantie haben möchte, natürlich schon die halbe Welt. Oh, abseits. Ist die Frage auch, genau wie du sagst, Mats, ist er wirklich nicht langsam eher ersetzbar durch Shaqiri? Ist die Frage, wie alt ist eigentlich Robben? Der müsste 26, 27 oder so sein, 25? Also nach dem Aussehen würde ich 42 tippen, aber ich glaube, der ist noch nicht so alt, ne? Jünger noch, älter noch als Shaqiri natürlich. Oh, da hätte er sich reingeschmissen, der Otaldo. Vielen Dank, Gomez, für diese Hereingabe. Also, ich finde das natürlich auch nicht gut. Ich habe es gar nicht mitgekriegt so richtig, dass er sich da, dass er da wieder am Rumheulen ist, so. Dass er nie spielen darf und so weiter und so fort. Ist natürlich nicht schön, wenn man, ja, nicht spielen kann. Aber wie gesagt, er ist ja auch einer derjenigen, der sich immer verletzt. Und von daher, Gomez, das machst du, das machst du! Ah, da wurde er aufgehalten. Er hat sich ja so oft verletzt und er ist richtig heftig verletzungsanfällig. Und also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ihn einfach verkaufen könnten, sollten. Am besten. Oder verleihen oder was weiß ich. Ah. Also so wirklich kann man nicht sagen, dass er viel leistet. Ribéry hingegen, finde ich, ist immer sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Robben zu kaputt oft. Ribéry war auch oft eine ganze Zeit lang oft verletzt. Aber, ja, ich glaube, Ribéry ist immer noch konstanter so mit seiner Leistung. Den kann man auch ordentlich aufstellen. Robben hingegen. Oh, das gibt's ja nicht. Scheibenkleister. Das war 3D-Blick. Ich dachte, ich könnte ihn da wegrätschen. Also, ja, Shaqiri, der ist natürlich jetzt noch relativ jung, ist noch im Aufbauen sozusagen. Wenn man nach den FIFA-Wertungen geht, ist er eben nicht so stark wie Robben. Aber was bringt ein Spieler, der sich halt eben oft verletzt und eben seine Star-Allüren so hat? Also ich kann es ja echt verstehen, wenn du ein Spieler bist, der viel Ehrgeiz hat und viele Probleme auch durch Verletzung hatte und dann nicht spielen kann, dann ist es natürlich klar, dass das irgendwie selbst auf die Psyche geht oder auf die Mentalität, dass man einfach mehr reißen möchte und man nicht einfach die Möglichkeit hat, ist es natürlich frustrierend. Aber ja, also man muss es ja aus der Sicht auch von Bayern sehen. Sie können ja nicht irgendwie einen spielen lassen, der sich dann wieder alle Beine bricht, wenn er jetzt auf dem Feld steht. Das bringt ja nichts. Gomez, spiel hier runter. Gomez! Gomez! Es ging nicht. Ich habe versucht zu... Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich habe 8000 Mal geklopft auf meinen Controller. Er hat nicht die Handzeichen gegeben. Und Gomez hat nicht gepasst. Also ich stand da die ganze Zeit und er ist da durch die Gegend gelaufen, wie so ein Trottel. Das habe ich nicht kapiert. Ich habe die ganze Zeit hier den gemacht. Mann!
Da muss ich mich mal wieder aufregen. Otaldo ist schon wieder unzufrieden. Ja, Otaldo gleich am besten verkaufen. Da, so macht man das, Gomez. Nee, das war gar nicht Gomez, das war... Nein, das war dann doch falsch jetzt. Ja, ach kacke, was machen wir denn? Zagreb, da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Gigs, wie auch immer, bei Zagreb. Das war eine gefährliche Grätsche von innen. Jetzt! Kovac. Gigs, ja. Doch. Ach, Jungs. Kacke. Da marschiert er da komplett durch. Und Talbot macht die Grätsche. 1:0 für Zagreb. Kaka! Ja, weiter sollte es auch noch darum gehen, was ich wirklich vorhabe. Will ich der Supersöldner sein? Also einerseits wurde gesagt, dass es so spannender ist, wenn man nicht eben immer das Gleiche macht und eben halt auch öfter das Team wechselt. Andererseits möchte ich natürlich auch gewisse Titel gewinnen. Und dafür müsste ich schon eine Zeit lang bei einem Verein bleiben. Nämlich sowas wie... Champions League möchte ich gewinnen. Hab ich schon. Okay, sehr gut. Abgehakt. Ich möchte eventuell Meister werden in der Liga. Hab ich noch nicht. Muss also jetzt gemacht werden. Bayern München sind dazu ein super Team. Hätte ich natürlich auch wahrscheinlich mit Inter Mailand haben können. Aber da war mir die Bezahlung dann am Ende doch zu gering. Obwohl das Team extrem spitze gut ist. Da kommt er, der tollwütige Otaldo. Und natürlich möchte ich DFB-Pokal gewinnen, das soll natürlich auch drin sein. Doppelt Champions-League-Sieger wäre auch richtig cool. Nein! Ach man, warum auf Subotic? Warum? Oder Subotic, wie auch immer er heißt. Ah! Toni Kroos lief da doch. Wir müssen jetzt hier uns anstrengen. Freunde. Die zweite Halbzeit, das wird ein ganz schweres Ding. Hier rüber, genau, aus dem Abseits raus. Kacke, erste Halbzeit vorbei, wir konnten es nicht nutzen. 0:1, wir liegen hinten, jetzt wird es schwierig. Mann. Auf jeden Fall, ich möchte einige Titel holen, dafür müsste ich auf jeden Fall erstmal bei einem Verein bleiben. Ja. Also mal schauen. Jetzt bin ich irgendwie rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte mehr. Also ich wollte irgendwas erreichen und das ist jetzt hier irgendwie weg. Nein. Ich gehe auf meine Seite. Zack. Auf meine Pussy. So, und jetzt laufen wir. Gomez, beweg deinen Arsch. Misspass von mir. Sorry. Mein Fehler, geht auf meine Kappe. Das Tor... dann auch. Alter Schwede, ey. Zagreb macht uns hier fertig. Mann. Okay. Freunde, ein bisschen mehr Konzentration da vorne. Sehr gut. Scheiße! Schön, wieder zurückgespielt. Vielen Dank. Oh Mann, wo habe ich den denn hingeschossen? Der ging ja richtig in die Wolken. Okay, komm. Schaffen wir. 56. Minute. Ja, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Natürlich für die Bayern-Fans unter uns, Mats Zwinker, wäre es natürlich schön, wenn wir hier länger eben was auch von Bayern sehen würden.
Aber ich fand es halt zum Beispiel, warum ich auch nach dem vom HSV weggegangen bin, ein bisschen lang, weil ich die ganze Zeit mit dem HSV das Gleiche zu machen und mich die ganze Zeit aufzuregen über den HSV-Style. Das fand ich dann auch doof, aber ich denke mal, das wird sich hier gut einspielen bei Bayern noch. Und dann kann man hier auch gut spielen. Ja, so typisch, ey. So, go, 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 go. Wirf. Neuer. Scheiß mich an. Ah, Otaldo, du hast es nicht drauf. Was machst du denn? Also eigentlich hätte ich hier schon ein bisschen mehr vorbereiten müssen, können. Ja, Xavi. Da war knapp. Tank dich da durch. Gut. Ah, in die Nüsse. Es gibt so viel Platz und ich treffe nur diesen verdammten Kackspieler. Was soll das? Leute, wir brauchen Unterstützung. Feiert uns. Nein, wir feuern dich gleich, Junge, weil du so schlecht spielst. Ah, jetzt ist Platz, Platz, Platz. Go, 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 go. Komm, 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 komm. Go, go, Gadget, du Beine. Ah, wir haben den Ball nicht. Verdammt. Und jetzt über außen. Kacke. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Toni. Nicht mal auf Toni Kroos ist jetzt hier Verlass. Was ist das? Der Kopf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 20 Minuten jetzt hier nur noch. Ich habe schon viel vergeigt. Konzentrier dich, Otaldo. Ah. Hol ihn dir. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Nein. Scheibenkleister. Ich konnte rechts keinen anspielen. Ich musste da durchlaufen. Mist. Ja. Wir schaffen es nicht, an den vorbeizukommen. Gomez, jetzt mach. Was ist denn das, Gomez? Oh. Man muss doch nicht tricksen, wenn man hinten liegt. Für sowas wird man gleich ausgewechselt. Oh, mindestens ein Punkt, Jungs. Das geht ja mal gar nicht. Xavi. Spiel ab, Junge. Nicht so wie ich. Ich komm nicht ran. Leck mich fett. Das gibt's doch nicht. Was ist hier heute los? Go, 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 go. Schick ihn doch. Schick ihn doch, früher! Da war doch der Weg frei, Mann! Alter! Wie viel Platz braucht ihr? Da war, hätte er durchspielen können, der wäre sowas von durch gewesen. Jungs, das gibt's doch nicht. Wir liegen hier hinten, da muss doch was passieren. Und ich rede hier vom HSV-Style, den ich selbst spiele und die ganze Mannschaft. Leute! So, das ist erstmal jetzt genug hier rumgemecker. Nervt doch hier, Jungs! Ah! Jetzt haben wir gegen Zagreb verloren. Mann! Ja, ey, leck mich, du Spacko. Mann, ey. Noch 2 Minuten hier. Scheiße! Was mache ich? Ach, Leute. Leck mich am Arsch, ey. Ich krieg die Pässe nicht raus. Ich spiele genauso schlimm wie das Team.
Ach, egal, weiter. Gar nicht hinsehen. Worst Man of the Match, Otaldo. Wir sind Gruppe H, ne? Oh. Die ganze Gruppe ist gleich. Ein Sieg, eine Niederlage. Oh. Das gibt's ja nicht. Ja, sehr gut. Hannover 96 ist jetzt unser nächster Gegner. Ich hoffe, dass sie spielen da. Ich habe gesehen, wir spielen mal gegen Japan. Cool. Okay, wieder alles auf den Kopf hauen. Jo. Okay, alles klar. Okay. Konzentration. Nächstes Spiel. Das schaffen wir. Ich bin auch gespannt, ob ihr mich jetzt hier gleich zur Sau machen werdet, wenn ihr das Video seht. Sorry dafür, wenn ich hier zu durchgedreht bin, aber echt, da waren stellenweise so gute Chancen, die wir nicht genutzt haben. Ich bin natürlich nicht unschuldig. Auf keinen Fall. Viel verballert, verdödelt, vertändelt, was auch immer. Aber die gesamte Mannschaft war nicht das Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Ei, Diggi. Und da müssen wir dran arbeiten. Das muss hier sich ändern. Ich muss mich erstmal hier kurz beruhigen und wir sehen uns dann gleich in einer anderen Folge. Macht's gut.